Gut, auf zurück zum Tal, dann sprechen wir mit Quarodron und dann laufen wir wieder zurück zum Wassermagier und dann sehen wir weiter. Wahrscheinlich werde ich so lange machen, bis ich dann im Banditenlager sein kann und dann, ja, werde ich cutten. Aber wenn ich jetzt noch sehr oft vom Cutten erzähle, dann wird es auch dumm, also lasse ich das lieber. So. Gut, dass wir so viel Leben haben und so, aber was soll's, wir brauchen gerade eh kein Leben. Die Fragen, die ich jetzt beantworten soll, ich weiß nicht, ob ich sie durch die Schriften von der Bibliothek alle beantworten kann. Mehr oder weniger die meisten, ja. Mehr oder weniger eben. Oder man kann sie sich denken. Aber ich weiß sie noch genau und deshalb werde ich sie einfach jetzt beantworten. Dann hat sich die Sache auch erledigt. Der Troll ist tot. Voll cool. Alter, wenn wir unsere ganzen Fälle verkaufen an Bosper, sobald wir wieder in der Stadt sind, wow, wir werden reich. Obwohl, es sind ja nur Troll- und Schattenläuferfälle, es gibt ja gar keine Wölfe. Und keine Schafe. Und keine Waage. Na gut, okay, dann sind wir eben doch nicht so reich, oder vielleicht doch, keine Ahnung. Jetzt aber, Quarodron, ich habe deine Antworten, du hast deine Fragen. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakender ist es, der du angehörst? Die der Totenwächter, hehe. Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Ja. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. So, so. Wer schützte einst das Volk von Jakenda vor feindlichen Angriffen? Man sollte übrigens merken, hier unten steht, ich weiß es nicht. Merkt es euch oder ihr seht es ja nachher. Die Kriegerkaste ist es. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Übrigens, wenn man die Antwort nicht weiß, dann hat man ein gewaltiges Problem, denn der Quarodron sagt dir nicht, wenn die Antwort falsch ist. Er sagt nur am Schluss, ob alle richtig waren oder nicht. Und deshalb hast du ein gewaltiges Problem, wenn du eben nicht alle Antworten weißt, dann weißt du auch nicht, welche falsch war und welche nicht und so weiter. Die Gelehrten. Ich glaube, es war die Gelehrten. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Das ist auch die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Es kann auch sein, dass ich gerade Priester und Gelehrte vertausche, aber dann ist es halb so wild. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Also merkt euch nochmal, ganz unten steht, ich weiß es nicht. Also die Heiler? Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor den Bösen zu schützen? Ja, und jetzt steht hier unten, das kann ich gar nicht wissen. Also, ist es eigentlich eindeutig. Ich weiß es nicht. Oh. Deine Antworten sind so falsch wie deine Absichten. Also habe ich Gelehrten und Priester vertauscht, Teil. Ich werde dir nicht helfen. Manu, dann eben nochmal. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakenda... Gut, okay, jetzt wollen wir nicht alles nochmal anhören. Die Totenwächter. Wer schützt das Volk? Die Krieger? Die Krieger. Wer kann... Direkten Befehl sind dann die Priester. Die... Schuld an dem Übel sind immer noch die Krieger. Das letzte Wort haben die Gelehrten. Das Leid lindern die Heiler. Und das kann ich nicht wissen. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir. Und werde dir meine Hilfe gewähren. Okay, endlich. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Cardimon und ich sind die einzigen in Jakenda, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Cardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es ein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern?
Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Na gut, keine Hilfe richtig. Was passiert denn jetzt? Boah, krank. Okay, ich wusste es zugegeben diesmal. Diesmal bin ich nicht erschreckt. Erschrocken. Diesmal bin ich nicht erschreckt, ja. Okay. Ich glaube, wir müssen noch zu Saturas. Der wird uns noch einiges erzählen wollen, weil er es einfach kann. Weil er denkt, er ist cool oder so. Weil er uns mal wieder zuquasseln will und so weiter. Und weil er denkt, wir brauchen seine Hilfe. Gut, okay, vielleicht brauchen wir die auch. Ich habe keine Ahnung. Aber, upsala, da geht's runter. Wir müssen jetzt auf jeden Fall uns da zurück teleportieren zu Saturas und so. Und der wird uns dann wieder zuquaken. Und danach erst können wir zu Raven. Das ist dann der finale Kampf in diesem verdammten... in dieser verdammten Welt. Dann haben wir es endlich geschafft. Wo ist das Teleporter-Teil? Hier. Und los. So. Rüstung von Ravens Garde. Kann ich Mix hier noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Schauen wir doch mal schnell. Ich habe Angst, dass mein Speicher jeden Moment voll ist, was sehr wahrscheinlich ist. Wo ist Mix hier? Ah. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwelche Informationen für Mixier haben. Mixier, wir haben Informationen. Ich habe meine Waffe gezogen, weil ich es kann. Cool, ja. Oh, Kronos scheint seine Waffe auch gezogen zu haben. Am anderen Ende der Welt. Na egal. So, Saturas. Nee, Mixier hat aber keine Waffe, also kann er es nicht gewesen sein. Egal. Hey, du. So, jetzt geht's los. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was redet ihr denn? Was sind die Kammern, Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte, aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Yeah. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Nein, eigentlich nicht. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät.
Also, ich würde mal sagen... Adanos möge dich schützen. Bestimmt kriege ich noch irgendwann irgendwie raus, bevor ich diese Kammern durchquere, wie ich diese Reliquien anwenden soll oder so. Aber das hat ja noch Zeit. So, du kriegst jetzt von mir erstmal die Bartaxt, die Doppelaxt. Das edle Langschwert brauche ich auch nicht. Den Steinbrecher, schwere Ork-Axt, Stabkeule, mittlere Ork-Axt, grober Zweihänder, Holzfäller-Axt, leichte Ork-Axt, rostiger Zweihänder, rostige Äxte, grobe Kriegsbeile, rostige Schwerter, ein Beil, viele schwere Äste, eine Sichel, ein Schürhaken, ein Dolch. Den Langbogen brauche ich nicht, den kann ich eh nie benutzen. Und diesen Bogen. Da unten hat es ja noch eine Menge Schrott, die du alles haben kannst. So, hier ist nochmal der Schlüssel zum Tempel Adanos. So eine falschrumme Steintafel, auch cool. Das Drachenblut behalten wir. Kopf der Fangheuschrecke kannst du haben. Haut eines Sumpfeis. Kann ich damit was anfangen? Nee. Und Zähne eines Sumpfeis auch nicht. Knochen, Zähne. Ah doch, wir haben noch ein bisschen Wolfsfell. Die Panzerplatten brauchen wir noch. Aquamarin, Kohle. Goldener Kerzenständer, Schatulle, goldener Kelch, goldener Ring. Geweihtes Wasser. Viel Pech, Zange, Portalring, nein, ein Hering. Oh, hallo Saturas. Die wertvolle Innenstatue, die kann ich... Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Behalte ich einfach. Alte Münzen brauche ich noch. Okay, ich habe doch irgendwie so komische Fälle. Krallen, Reptilienhäute, Trollhauer. So, wir kommen zurück. Mein Speicher war wieder genau zum richtigen Zeitpunkt voll. Lass uns handeln. Denn es hat sich jetzt einfach nicht mehr gelohnt. Die Aufnahme ist fast beendet und dann muss der Speicher noch kurz voll werden. Super. Jetzt kann ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich habe ja außersehen noch ein bisschen mehr verkauft. Aber viel war das nicht. Ich habe hier noch eine Silberkette. Die kriege ich bei Dings eh nicht los. Ich habe keine Ahnung, weil ich bei Dings... bei Halvo alles loskriege. Also ich behalte lieber mal den Rest. So, das war schon alles. Und jetzt bin ich praktisch schon fast wieder beim Beenden dieses Parts. Na gut, also... Wie viel Uhr ist es denn? Sollte ich nochmal schlafen? Es ist im Moment schon 18.14 Uhr. Nein, bei dem komischen Ding ist es gerade ist es dunkel, weil ich ja im Tempel bin. Da ist es scheißegal, wie viel Uhr es ist. Also heile ich mich einfach so schnell. Ach komm, ich habe Hunger. So, ich hau mir jetzt ein bisschen Fleisch hier rein. Und so lange warte ich einfach. Da geht das irgendwie auch echt ewig. Ich hau mir doch noch so einen Trank rein. Okay, noch ein bisschen Fleisch. Yum, 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 yum. Mir fehlt noch 15, okay, Käse. So. Hallo Freunde, ich habe eine Waffe und euch stört's nicht, denn ich bin genau wie ihr ein Bandit. Hehe, ich würde es auch nicht stören, wenn ich ohne Waffe rumrenne, aber mit einer anderen Rüstung. Nee, dann wird's euch stören, so rum. Egal, so, da geht's rein. Da geht's zu Raven. Ich frag mich, ob's irgendwas bringt, wenn ich die nochmal durchlese, ob ich die richtige Reihenfolge hinkriege, also die 5 Steintafeln. Mit welcher fängt's denn an nochmal? Gelb, oder? Ich, der sich gegen den Entschluss der 3 gestellt hat, der baute die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. Toll. Nein, die dritte Falle kommt noch nicht. Kardimon ersann die zweite Falle und nur der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Okay. Nein, Quatsch. Jetzt kommt die grüne. Die dritte Falle wurde von Quarodron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Ja. Quarodron weiß auch, der mit der Hilfe von Kardimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt, nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Radames für alle Zeiten im Tempel verrottet. Jetzt fehlt noch die rote, oder? Wir, die letzten 3 Anführer des Rates der 5, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und seinen Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Irgendwie so, die Reihenfolge war jetzt eigentlich okay, außer dass das am Schluss vielleicht auch am Anfang kommen könnte. Und ja, ich werde jetzt genau vor diesem Tor stehen bleiben und ihr werdet nicht sehen, was sich dahinter verbirgt. Das wird noch geheim gehalten. Und bevor ich den Part beende, will ich nochmal einen Gruß sagen, weil der gerade vorhin viel zu kurz war, der vor 10 Parts oder so. Und ja, die anderen können, wenn sie wollen, ausschalten und so. Und dann sage ich das nur denen, mega. Auf jeden Fall
Janis, Max, Olli, Gäse, Basti, Fabi, Tina und alle anderen, die ich jetzt gerade vergessen habe, was möglich wäre. Es waren mal wieder saugeile anderthalb Wochen und ja, jederzeit wieder. Gut, das wollte ich nur noch sagen. Das war jetzt zwar nichts Besonderes, aber egal, besser als gar nichts. Gut, also werde ich jetzt diesen Part beenden und wir sehen uns wieder bei einem anderen Spiel und macht's gut alle miteinander. Ciao.